PC-Lab-Betriebssystem. Ehrlich. Warum sagt ihr nicht vorher, dass ich auch noch ein Betriebssystem installieren muss? Ah, wenn man zu schnell Escape drückt und er den USB-Stick wieder rauszieht. So. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise was heißt neues Video? Das ist Teil 3 von der PC Building Simulator. Wie im letzten Video schon erwähnt, haben wir hier ein PC stehen, bei dem muss das Mainboard ersetzt werden. Hier haben wir das neue Mainboard und ja, ich hatte doch die Festplatte bestellt, oder nicht? Hä? Ich habe doch nicht ernsthaft vergessen, ich habe in der letzten Folge tatsächlich vergessen, die Festplatte zu bestellen. Festplatte brauchen wir mindestens 1,5 Terabyte. Ja, was kann man denn da günstiges nehmen? Gut, dann müssen wir anscheinend die 2 Terabyte nehmen. Gut, dann nehmen wir die 2 Terabyte Festplatte. Und bevor ich jetzt bestelle... Gott. Bevor ich jetzt bestelle, schaue ich einfach mal, was ich noch brauche. CPU aufrüsten. Auf 16 GB RAM aufrüsten. Ja, das kann ich machen. Auch auf 16 GB RAM aufrüsten. Ja, das kann ich auch machen. Und auf 8 GB RAM aufrüsten. Ja, gut. Dann brauche ich Speicher. Okay, 16, nochmal 16 und ja, müsste ich jetzt 5 hiervon haben und eine Festplatte. Ja, das passt schon mal eigentlich so gut. Dann habe ich die Teile für 9 Bestellungen jetzt im Warenkorb. Zumindest muss ich gleich noch bestellen, aber darf ich nicht vergessen. So, dann nehmen wir hier erstmal alles auseinander, entfernen. Oh, ich hab Post. Ja, ich weiß, dass ich Post hab. So, entfernen hier. Jetzt habe ich die Rückseite entfernt, falls jemand dumm fragt, was ich da gerade gemacht habe. Entfernen die Grafikkarte. Räubchen raus. So. Dann entfernen wir den Prozessorlüfter. Also wir entfernen momentan alle unnützen Teile, die... Warum muss ich... Ja gut, den Prozessor müsste ich eh ausbauen. Ja gut, entfernen gerade alle Teile vom Mainboard. Kabel, Schrauben, Arbeitsspeicher, Prozessor, um das Mainboard ohne Probleme halt rauszuholen und einfach direkt tauschen zu können. Ich meine, jeder, der sich mit PCs so halbwegs auskennt, sollte eigentlich wissen, was ich hier mache. Warum hat er das denn jetzt wieder festgeschraubt? Also der hat das schneller festgeschraubt, als ich das losgeschraubt habe. Kann das sein? Das ist... Ach, ich glaube, der verarscht mich hier. So. Dann entferne ich die Abstandshalter. Wenn man die so nennt. Ich würde mal sagen, das sind Abstandshalter. Und ja. So, jetzt habe ich das Mainboard. Wo ist es? Hauptplatine. Ja, hier steht auch schön in Rot kaputt. Bringt noch 3 Dollar. Und dann nehme ich mir das neue. Dann montiere ich jetzt wieder die Abstandshalter. Deswegen wollte ich die halt eben nicht abmontieren, weil ich sie jetzt wieder montieren muss. Aber gut, ich meine, naja, egal. Jetzt montieren wir das Mainboard, schrauben das Mainboard wieder fest. Jetzt überlege ich nur gerade, was der drin hatte. Also an Arbeitsspeicher drin hatte. Gut, egal. Ich nehme erstmal den Prozessor. Ach, da stand auch irgendwas drauf mit Eigentum von bla bla bla. Gut, jetzt nehme ich noch mal Wärmeleitpaste. Gut, dann kann ich den ja schließen. Dann Prozessorkühler hier, Eigentum von bla bla bla. Wir haben diesen Firmenadresse. Dann hier Speicher. Ah, perfekt, das steht dran, Eigentum von bla bla bla. Muss ich den erstmal öffnen. Ja, wollen wir rein. Öffnen wieder.
und bauen den zweiten Arbeitsspeicher von dem da rein. Perfekt, Arbeitsspeicher ist drin, Prozessor ist soweit fertig, die Grafikkarte, ja, auch vergessen. Festplatte hatten wir keine ausgebaut. Netzteile hatten wir ja das eigentlich. Ja gut, dann können wir jetzt die Kabel verlegen. Ich meine, Kabel muss man halt leider, sonst funktioniert das nicht so gut. Ja, das ist der Prozessorlüfter und das ist die Spannungsversorgung oben für den Prozessor selber. Da müssen wir eigentlich alles haben. Ich meine, da stand gerade schön in grün, dass wir Hauptplatine ersetzt. Das Ziel haben wir soweit erreicht. Dann starten wir den Computer mal. Und bevor ich das wieder vergesse, Vorder- und Rückseite und hier schnell, bevor ich das vergesse und den PC dann dahin stelle und dann, nee, er ist nicht vollständig. Da steht. So, dann sind wir damit fertig. Den kann ich dann wieder schön in den Flur abstellen und jetzt sollte der schön, perfekt, der ist grün. Ja gut, die Festplatte hatte ich nicht bestellt. Und ich weiß nicht, was ich hierfür brauche. Ich meine, ich stelle den jetzt mal dahin. Und dann schaue ich hier erstmal in den E-Mails. Warte, kassieren. Perfekt, dann habe ich schon mal eine E-Mail weniger. Neue Teile, ist mir egal. Ein Upgrade, damit ich segeln kann. PC kann Sailing Simulator, empfohlene Spezifikationen. Tools und Software oder wo soll ich hin? Ja gut, das ist auf 6. Vorteilleistung. Was ist das Problem? Bullet Run? Was, ich weiß nicht, muss ich irgendwie. Ich weiß nicht, woher ich jetzt weiß, welche Spezifikationen das Spiel hat. Beziehungsweise anders ausgedrückt, welche Systemanforderungen. Also ihr kennt das mit Sicherheit zum Beispiel bei GTA. Steht, also GTA 5 steht dann, ihr braucht mindestens 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Oder sowas. Das, ja. Ja, aber woher soll ich das jetzt wissen? Meine. Ja, empfohlene Spezifikation, aber. Wo soll ich das denn wissen? Hey. Ich meine, ich kann den voll aufrüsten, aber. Was bringt denn das dann? Also, ich schaue erstmal, was der drin hat. Der PC. Ich meine, vielleicht fällt mir dann einfach mal sowas auf. Er hat eine Radeon-Grafikkarte drin? Ja. Er hat 8 GB Arbeitsspeicher. Sehe ich nicht einfach so schnell. Ja. Gut, dann machen wir den mal aus. Und hier mal das Kabel ab und den Lüfter. Und dann sehen wir jetzt mal 6700K. Ich Vielleicht merkt man mir gerade meine Überforderung an. Ich weiß halt nicht. Automatisches Anschlusswerkzeug. Die äußeren Kabel werden beim Einschalten des PCs. Ja, das kaufe ich mir da. Das kaufe ich direkt. Das ist halt einfacher. Wenn er automatisch die Kabel anschließt. Verschaffe über die Systemleistung. Ja gut, ich will. Woher weiß ich die? Empfohlene Spezifikation. Will it run benutzt um die Spezifikation? Ernsthaft? Vielleicht sollte ich mir das. Habe ich das vielleicht auf dem USB-Stick schon drauf? Installieren? Vielleicht habe ich Will it run schon auf dem USB-Stick drauf. Ich meine, das wäre natürlich günstiger als. Aber sonst könnte man das, glaube ich, hier nicht kaufen. Kaufen wir das mal. Dann kaufen wir das noch. Dann habe ich. Ich sollte nur dieses System wieder wegnehmen.
ja, nehmen wir nochmal weg. Ich denke mal nicht, dass Roulette Run drauf ist. Nee. Gut, dann bestelle ich den Kram jetzt einfach und starte einfach den neuen Arbeitstag. Dann habe ich auch genug nochmal zu tun. Dann wird das, glaube ich, eine etwas längere Folge. So, den Arbeitsspeicher haben wir drin. Jetzt schauen wir mal. Habe ich die Programme hier drin? Ja, da ist Will It Run jetzt. Muss ich wahrscheinlich gleich den PC nochmal neu starten. Damit ich das weiß. Ah, jetzt würde natürlich ein zweiter Arbeitsplatz auch Sinn machen. Wenn man zum Beispiel einen Benchmark macht, kann man direkt mit dem nächsten PC anfangen. Das macht natürlich jetzt Sinn. Naja, egal. Ich habe natürlich neue Aufträge bekommen. Ist klar. Für den hier Viren beseitigen, können Sie meinen PC aufrüsten. Viren beseitigen ist einfach, ja. Reinigen Sie auch PCs? Ja, mache ich auch. Und 16 GB Arbeitsspeicher? Ja. Dann gehe ich mal... Ah, ja, ist ja hier schon. Und nehmen wir auch zweimal. Perfekt. Dann öffnen wir jetzt mal das Programm Will It Run und dann irgendwas mit... hier, The Sailing Simulator. Also RAM hatte er. Ah... Grafikkarte. Ja, gut. Die Grafikkarte braucht 4 GB Arbeitsspeicher. Schon. Aber oh gut, hier ist eine. 1050 Ti ist auch. Die hat zu wenig. Ich glaube, wir nehmen die 1050 Ti, oder? So. Nehmen wir die 1050 Ti. Die hat 4 GB VRAM. Und der Rest ist ja eigentlich soweit relativ egal, oder? Ah, hier steht sogar die 1050 TDI. So, dann stellen wir den PC hier mal ab. Dann haben wir hier Festplatte. Ja gut, das ist echt simpel. Nehmen wir uns, stellen wir den hier hin. Öffnen Häuseseite. Das ist echt einfach. Die. Ja gut. So, dann ist die Seite weg. Dann müssen wir an das Laufwerk. Dafür müssen wir die Rückseite ausbauen. Ja, bei manchen ist es die Vorderseite, bei manchen ist es die Rückseite. Ja. Gut, dann... Nein. Will die Kabel... Will das Kabel abklemmen und das Kabel abklemmen. Jetzt kann ich... die Festplatte ausbauen und wir installieren eine... Da ist die 2 Terabyte Festplatte installieren. Ja, jetzt ist die... Jetzt habe ich... Ich habe sie wieder ausgebaut. Ja, jetzt nehmen wir uns wieder Kabel und verbinden einmal das SATA-Kabel. Ja, das SATA-Kabel, das Datenkabel. Einmal das Stromkabel. Und hier in die Seitenwand. So. Ach, man kann auch gedrückt halten. Ja gut, wir nehmen noch die Rückseite und dann... Ach, wenn... Lol. Ach, stimmt. Guckt mal, jetzt habe ich mir das ja gekauft, dass er die Kabel automatisch anschließt. Und, wie Sie sehen, er schließt sie direkt an. Ja, wir schließen das Laufwerk und montieren die Rückseite. Jetzt sehen wir schon mal, dass er auf jeden Fall genug Speicher hat. Starten. Und Tatsache, er startet halt direkt. Das ist genial, das ist echt genial. Ja. Jetzt lädt er das Betriebssystem. Und währenddessen können wir ja hier schon mal schauen. Was habe ich denn jetzt alles im Warenkorb? Ich habe zweimal RAM und einmal die Grafikkarte. Schauen wir mal. Ja, eigentlich habe ich dann alles. Ja, dann kaufe ich das jetzt erstmal. 156 Dollar habe ich noch. Momentan sieht es mit meinem Geld nicht so gut aus, aber ich meine, ich habe mir auch selber Upgrades gekauft. Obwohl, wir können mal kurz schnelles Geld machen. Ich bin ja bei einem PC bin ich ja fertig. Verwerfen. Hatte ich doch fertig. Naja.
PC-Lab-Betriebssystem. Ja, ehrlich. Warum sagt ihr nicht vorher, dass ich auch noch ein Betriebssystem installieren muss? Ah, wenn man zu schnell Escape drückt und er den USB-Stick wieder rauszieht. So. Ja, P. P. F2. Ja gut, jetzt... Lol, ich war hier noch nie im BIOS. Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Machen wir ihn einfach wieder aus und wieder an. Gedrückt, um ins BIOS zu gelangen. Aha. Lass ihn einfach laden. Ja, ich habe verstanden, lass ihn einfach laden. Gut, dann lassen wir ihn einfach laden. Also, wenn ich demnächst wieder 2000 oder 1500, ja, 1500 habe, dann hole ich mir definitiv den Arbeitsplatz. Ich glaube, das lohnt sich. Dann sind wir jetzt hiermit doch eigentlich fertig. Perfekt. Dann stelle ich den hier ab und mal schauen, was der will. 16 GB, 16... Ach, die wollen alle nur ein RAM-Upgrade. Na gut, dann machen wir das einfach schnell. Ich meine, so schwer ist das jetzt nicht. Also RAM zu upgraden oder zu tauschen ist jetzt, glaube ich, echt das Einfachste, was man machen kann. Ich glaube, das Schwerste an einem PC ist, wenn dann überhaupt die Fehlersuche, welches Bauteil kaputt sein könnte. Ich glaube, das ist das Schwerste an einem PC. Naja. So, Speicher. Ich meine, wir haben jetzt extra... Komm, das verticken wir. Wir haben ja jetzt hier extra schön viele 8 GB RAM-Riegel gekauft. Nehmen uns noch einen. Dann hat der hier nämlich 16 GB. Start nehmen wir einmal kurz. Und installieren währenddessen die Seitenwand wieder. Ja, Betriebssystem hat er geladen. Die Seitenwand schraube ich noch kurz fest. Und dann nehmen wir uns den und stellen ihn im PC ab, ja. Den Flur ab und nehmen wir uns den nächsten PC. Also ich meine, RAM zu wechseln geht vor allem in dem Spiel echt, echt schnell. Gut, im echten Leben dauert das auch nicht viel länger, aber... Außer man hat natürlich den Lüfter direkt mitnehmen. Das kommt dann halt auch mal vor. Wo hat der denn hier das Stromkabel? Ist das das? Okay, war das anscheinend nicht. Ach, da oben. Ja gut, perfekt. Ich meine, wenn man so einen fetten Kühler hat, dann... Der wollte 16 GB haben. Dann brauchen wir zwei Slots, nehmen uns wieder Speicher, 8 GB, bauen ein, nehmen uns nochmal 8 GB, bauen ein und nehmen uns den Prozessorkühler von dem und setzen den dann da rein. Dann noch Kabel und dann hatte ich ja eins zu viel abgemacht, dann machen wir das dran, dann machen wir Strom an und laden die Seitenwand drauf. Ja, ist klar. Machen die Seitenwand wieder drauf. PC aufnehmen und abstellen. Perfekt. Und dann nehmen wir uns den letzten PC, wo auch 8 GB rein sollen. Beziehungsweise, das heißt auch, bei den anderen war es 16. Bauen den aus, bauen hier den Arbeitsspeicher. Perfekt. Und bauen... Grafikkarte, bauen 8 GB Arbeitsspeicher ein und starten ihn. Installieren währenddessen noch die Seitenwand wieder drauf und dann haben wir den. Perfekt, auch fertig. Ja, das war eine Folge, in der haben wir einige PCs geschafft. So, dann fangen wir mal unten an. Kassieren, perfekt, verwerfen. Ah, CPU aufrüsten, gut. Passieren. Das Lustige ist halt, ich soll die Sachen aufrüsten. Allerdings schreiben sie leider nicht rein. Leider schreiben sie halt echt nicht rein, was ich, also was in dem PC bereits drin ist. Aber gut. Was habe ich jetzt noch im Warenkorb? Ich meine, bestellt habe ich ja bis jetzt noch nichts. Ich habe momentan... Ich habe anscheinend doch schon bestellt.
Ja gut, hierfür habe ich ja bestellt. Ich meine, ich kann hier einfach gucken, was ich bestellt habe. Nee, das ist... Warum wird das erst dazu gestellt? 8 GB, 8 GB. Habe ich jetzt ernsthaft das Falsche gewählt, oder wie? Na gut, Ich blicke gerade nicht durch. Ich glaube, das ist ein bisschen spät für mich. Auf jeden Fall, das kommt. CPU aufrüsten, ja, muss ich halt erstmal schauen. Viren beseitigen ist okay. Das habe ich ja auch bestellt. Staub reinigen kann ich ja auch so. CPU weiß ich halt nicht, was er haben will. Aber gut. Ja. Mir fehlt nicht mehr viel Geld für die zweite Werkbank. Ja. Auf jeden Fall, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, einen Daumen nach unten, wie auch immer. Daumen nach oben wäre natürlich schöner. Kommentiert, lasst ein Abo da und schaut mal in der Videobeschreibung. Da ist mein Discord verlinkt, Instagram, Facebook und Twitter. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video nochmal. Oder hören uns und dann haut rein, Leute. Bis denne. Ciao, ciao.